gibt immer nur einen, der weiß, wie es geht. Und er geht Wege, die kein anderer geht. Und da gibt es keine Kompromisse. Wichtig ist, dass man bei harter Arbeit sich auch mal eine Pause gönnt und so ein bisschen an der Pfeife lutscht. Ja, jeder Bauarbeiter hat ja zu Hause seine Hilti. Und wenn mal irgendwas ramponiert worden ist, wie das hier bei einer falschen Putzwand entstanden ist, dann kann man hier mit der Hilti schön löschen, wie man hier sieht. Und hinterher ist alles wieder picobello. Na, ist doch wunderbar. Im Schatten der Bäume ein Lüftchen geht, dann lasse ich meine Beine noch ein bisschen baumeln. Ah, das ist gut. Das macht einen nur noch härter. Das musst du jeden Tag machen. Dann wirst du ein Mann. Dann muss man praktisch ins kalte Nass hinein, um den Kreislauf wieder in Gang zu kriegen. Das ist die wahre Erfrischung. Hier kann man so richtig die Seele baumeln lassen. Ein einfaches Muss zum Feierabend. Aber erst ein richtiger Spaziergang bringt die echte Entspannung. Wer nicht mehr mit der Eisenbahn spielt, muss kein Hinterwäldler sein. Man kann auch mit einem schönen Auto eine wunderbare Melodieform, wie man ja sieht. Und dann hat man hier noch die Möglichkeit, man kann auch noch was dazu mischen und hat also somit eine Individualität, die seinesgleichen sucht. Besonders wichtig ist, dass man auch den richtigen Rhythmus einschaltet, damit man nicht einschläft. Geht das ab hier, da geht das ab hier, geht das ab hier, da geht das ab hier. Oh, ist gleich ein schönes Feuer. Das schmeckt. Da fühle ich mich gleich wieder richtig gut und das muss auch sein. Man muss immer mit der Zeit gehen, man darf nicht ins Schleifen kommen. Das ist wichtig. Auf dem Weg in den Park komme ich immer bei dem Museum vorbei. Dort gehe ich noch mal schnell ein paar Bilder mir angucken und dann schnell noch zur wahren Entspannung.